Wir sind hier in Frankfurt an der Hauptwache, weil wir hier das weltweit erste Museum für moderne elektronische Musik eröffnen werden. Kurz das Momem. Die Idee stammt vom Talla, der sehr viel international unterwegs war, unter anderem dann auch in ehemaligen Sowjetrepubliken diverse Vorträge an Hochschulen gehalten hat über die History of Techno und dabei mitbekommen hat, dass die Jugend von heute super interessiert ist an dem Thema, aber dass es schwer ist für die Leute, sozusagen Background-Informationen zu bekommen, wo kommt das eigentlich her, wie ist das entstanden und so weiter. Und so kam der Talla dann auf die Idee, mich anzurufen, zu sagen, Alex, ich glaube, wir müssen was wie ein Museum machen. Und anfangs war ich da auch erstmal ein bisschen skeptisch, aber mir ist dann bei der Recherche sozusagen aufgefallen, dass es Museen für viele andere Musikarten gibt, für Rock, für Rock'n'Roll, für Punk. Es gibt die Hall of Fame, es gibt das EMP in Seattle, aber für den Bereich elektronische Musik, Techno, House, Clubkultur gibt es das überhaupt nicht. Ja, der Alex und der Talla, die waren im Prinzip meine ersten Kunden. Es war 1987, Cover, Flyer, Artworks. Heute gestalte ich Ausstellungen, Marken und Themenräume. Und als dann Talla und Alex zu mir kamen mit der Idee, so ein Experience-Zentrum für elektronische Musik in Frankfurt aufzumachen, war ich natürlich einerseits wegen den Roots Feuer und Flamme, aber auch als jemand, der gleich so gesehen hat, naja, da steckt ja ein Wahnsinnspotenzial drin, weil ein Museum hat ja längst nicht mehr die Aufgabe gehabt, wenn es um zeitgenössische Kulturen geht, irgendwas zu dokumentieren, was abgeschlossen ist, sondern gerade beispielsweise moderne Kunst, Museen für Architektur etc., die haben ja immer auch die Aufgabe, Kulturströmungen, die nach wie vor ganz aktuell und prägend sind, erlebbar zu machen, die Historie davon erlebbar zu machen, aber auch die Zukunft. Wir haben das Konzept ja schon 2012 entwickelt. Damit sind wir dann zur Stadt Frankfurt, haben das dem Kulturamt präsentiert, waren dann beim Liegenschaftsamt, waren beim Bürgermeisteramt. Und überall, wo wir waren, sind wir auf offene Ohren gestoßen. Die Leute sind total euphorisch gewesen. Und der Bürgermeister der Stadt Frankfurt, der Olaf Kunitz, und unser Kulturdezernent, der Professor Dr. Semmelroth, haben auch direkt die Schirmherrschaft übernommen. Und wir haben zur Stadt Frankfurt gesagt, wir wollen das hier in Frankfurt machen, aber das muss auch in einer guten Lage sichtbar in der Stadt stattfinden. Und dann haben wir im Prinzip die letzten zwei Jahre damit verbracht, eine geeignete Location zu finden, wo man das umsetzen kann. Und Anfang des Jahres kam dann das Kulturamt auf uns zu und hat gesagt, hier an der Hauptwache in der Zwischenebene, da ist ja das Kindermuseum, das zieht Ende 2016 aus in den Neubau und da werden die Räumlichkeiten hier frei. Und da haben wir sofort gesagt, so, das ist es, hier kann es passieren. Dieses sogenannte Loch hier in der Hauptwache in Frankfurt funktioniert schon so ein bisschen wie so eine Agora. Das heißt, man hat rundum Treppenstufen, wo dann hoffentlich ganz viele Leute auch sitzen. Weil gerade in den Sommermonaten hat man natürlich hier quasi wirklich wie so eine Art Plaza, der betreppt ist, also wie halt eine klassische Agora. Das ist der zentrale Ort Frankfurts. Also absolut. Das Herz. Das Herz, so kann man es formulieren. Zentraler geht es nicht. Wirklich der Mittelpunkt der Innenstadt. Am Tag laufen hier 150.000 Passanten rauf und runter, die quasi zur Arbeit gehen, einkaufen etc. Ja, das ist so die Zwischenebene. Sozusagen hier vorne fängt ja die Zeil an, Europas größte Einkaufsmeile. Hier hinten hinter uns ist Freskasse, Goethestraße, Goetheplatz, wo auch das U60 war, das Omen war. Und das ist die Zwischenebene. Hier geht es runter in die B-Ebene. Wo im Prinzip zentral das U-Bahn- und S-Bahn-Netz von Frankfurt zusammenläuft. Also wenn man ein Fadenkreuz durch Frankfurt ziehen würde, wäre das genau in der Mitte. Absolut. Es sind da einige Missverständnisse entstanden. Das erste Missverständnis ist, dass es ein Techno-Museum werden soll. Das soll es auf jeden Fall nicht, sondern wirklich ein Museum für elektronische Musik, wo die ganzen verschiedenen Genres, Subgenres, Spielarten der elektronischen Musik aufgezeigt werden. Angefangen von Ambient, Elektronika, Experimental
über House, die verschiedenen Spielarten von House, Techno, selbst bis Drum and Bass. Und es soll auch aufgezeigt werden, wo sich wann welche Szene entwickelt hat, wo welcher Stil geprägt wurde. Also es geht wirklich darum, die gesamte Szene und auch das gesamte Musikspektrum abzudecken. Und es geht auch darum, nicht nur die Musik und die Musikszenen zu zeigen, sondern auch die anderen kreativen Bereiche, die sich darum quasi gebildet haben. Artwork, Grafik, Kunst, das geht hin bis über Foto, Video, Design, die technologische Entwicklung, aber auch Mode. Also es gibt viele verschiedene Bereiche, die im Prinzip in den letzten 30 Jahren von der elektronischen Musik, von den verschiedenen Szenen, von den verschiedenen Labels mitgeprägt, gestaltet, weiterentwickelt wurden. Und auch das soll natürlich dort stattfinden. Erzählen, oder? Also Eingang, Wechselausstellung, Historie, Instrumente, Mode, globale Welt, Graphic Design, Kunst, alle elektronischen Musikstile. Also ganz wichtig halt auch dieses Spektrum. Das ist quasi diese Schleuse, wo einem die Welt der elektronischen Musik guten Tag sagt. Björk, Miss Kitten, Daft Punk, Hell, Richie Horton, Jeff Mills, etc. etc. Und natürlich quasi diese Weltkarte der Elektronik, entweder werden das begehbare Kugeln oder Kugeln, wo man zumindest seinen Kopf reinhalten kann. Und da werden quasi die einzelnen Kontinente und deren Rolle abgebildet. Also auch sowas wie Burning Man, aber auch sowas wie ein Goa-Festival. Also wir wollen da jetzt nicht nur so ein Erlebnisstätte für die Minimalfraktion oder für feuilletonistische Schöngeister, sondern es hat auch den Anspruch, dass aus Sachen, die vielleicht hier und da manchmal ein bisschen belächelt werden, im Moment eine Rolle spielen. Wo es quasi um Mode geht, wenn wir einfach so Schwimmbadteiche nehmen, diese schwarzen, die man so aus dem Vorgarten kennt. Und das sind quasi wunderschöne organische Gebilde. Und die werden dann mit so einem Netzwerk verknüpft und bilden dann halt so einen Bereich. Also im Prinzip wie so ein Spinnengarn im Raum. Die Einflussgeber, also quasi aus Kraftwerk aus Düsseldorf, Yellow Magic Orchestra aus Tokio und Brian Eno, der nächste Woche auch seinen Preis für sein Lebenswerk hier in Frankfurt bekommt. Das wird ein kompletter medialer Bereich, wo man über Radar Touch die einzelnen Akteure abrufen kann, also wie so eine riesengroße Library. Dann deutet man auf den Namen und dann kommt halt ein Bild und quasi das, was er gemacht hat und logischerweise auch als Klangerlebnis. Einer meiner Lieblingsbereiche wird natürlich dann das Instrumentenstudio. Da geht es quasi um begehbare Kammern, wo man auch selbst musizieren kann. Also man kann auch mal einen alten, schönen Moog-Synthesizer, also auch analoge Instrumente benutzen. Wir wollen halt wirklich das Spektrum zeigen von analogen Instrumenten bis zu digitalen und wieder zurück und miteinander. Klar kann jetzt im Momem auf diesen wenigen knapp 1000 Quadratmeter kann man ja gar nicht alles abbilden. Aber es geht eher darum, dass man so eine Grundstimmung für möglichst Vielfalt und die Diversität elektronischer Musik erzeugt. Im Prinzip wird das Momem und soll das Momem nicht nur ein Museum werden. Das Gesamtkonzept geht ja weit über ein Museum hinaus. Das Momem soll vor allem eine Event-Location werden, also ein lebendiger Ort, ein Ort, der im Hier und Jetzt verortet ist und wo über Lesungen, Seminare, Panels, Filmabende sehr viel Lebendiges, Eventmäßiges stattfindet. Es wird vor allem auch eine Momem-Akademie geben, wo Workshops und Seminare stattfinden, wo Produzenten, Musiker, DJs, aber auch Grafiker und andere Kreative ihr Know-how an die neue Generation weitergeben können. Und letztendlich ist unser Ziel auch, diese Örtlichkeit, die wir hier zur Verfügung gestellt bekommen, dafür zu nutzen, hier einen neuen Szene-Treffpunkt, einen Melting Point von vielen Kreativen und Interessierten zu kreieren.